Hallöchen Leute, willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda. Ich bin verhext, Linko, Riku. Ja, im letzten Part haben wir herausgefunden, dass ich keinen Plan habe, wie es weitergeht. Aber jetzt habe ich mich so ein bisschen klug gemacht, dank an den lieben Suishimaru mal wieder. Ja, dass wir hier lang müssen. Huch! Ah, Hauptmann, Sir. Verzeih mir, Sir. Der Hauptmann ist da. Habt Acht! Es ist schon so lang her, dass wir euch sahen, Sir. Wir haben diese Gräber stets bewacht. Genau wie ihr es befohlen habt, Sir. Wir haben nur auf euch gewartet, Sir. Befehl gewartet, Sir. Öffnet das Grab. Es öffnen! Zu Befehl, Sir. Alle Mann zu mir. Sir. Nicht retten oder so. Und sie öffnen das Grab, indem sie das Grab kaputt machen. Das ist effektive Art. So möchte ich das sehen. Auf jeden Fall müssen wir hier lang, um weiterzukommen. Ja. Ich habe mich ein bisschen klug gemacht. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoller, als wenn ich jetzt die ganze Zeit so rumgelaufen wäre. Aber das hab ich ja schon des Öfteren im Let's Play ja mal gesagt. Dass es eventuell klüger wäre, wenn ich das so mache. Und so einmal. Die Fledermäuse sind mir gerade egal. Wir machen erstmal das hier. Ja. Und dann kümmern wir uns um die Fledermäuse. Stirbt! Jetzt zu viele Fledermäuse. Na, ja, waren mir zu viele Fledermäuse. Ich lasse mich von Fledermäusen besiegen, Mann. Kein Wunder, dass dieses Projekt so ewig lange geht, wenn ich mich so dumm anstelle. Das gibt's doch nicht. Was sollt ihr denn von mir halten? Mann, okay. Da mach ich die Fledermäuse halt jetzt. Aber das Ding hat sich ja jetzt geöffnet, also. Oh no! Ich will keine anvisieren. Ich möchte unauffällig die Tür betreten. Tschüss, Penner. Und da ist ein Eisenprinz. Der Elbprinz gemeint. Ja, wir müssen den so ein bisschen attackieren. Und jetzt ist er schneller. Jetzt müssen wir so ein bisschen. Genau, ist das passiert. Und dann ihn angreifen. So, und down ist er. Das danken wir natürlich mal wieder unserem Schwert. Und jetzt Biene frei. Für jemanden, der uns weiterhelfen wird. Ja. Blaues Licht. Blaues Licht ist episch. Bist du der eine, der meine Seele befreit hat? Ich bin auch einer mit Pringles Bart. Einst diente ich dem Königshaus von Ikana als Komponist. Mein Name ist Mo. Mool. Also. All die Lieder, die mit der königlichen Familie, verbunden sind, haben mein Bruder und ich komponiert. Also zum Beispiel Zeldas Wiegenlied vielleicht auch. Oder Zeldas Wiegenlied nicht. Oh du, mein lieber Bruder. Er verkaufte seine Seele an die Finsternis. Er war es, der mich hier einschloss. Du, der du die Tod nicht fürchtest, lerne nun die Melodie, die hinter mir geschrieben steht. Und triffst du jemals auf meinen Bruder, dann bitte ich dich, ihm dies mitzuteilen. Die 1000 Jahre voller Regen
welche mein Lied ruft, sind meine Tränen. Der Donner, welcher die Erde erbeben lässt, ist mein Zorn. So lautet meine Bitte. Creepy, creepy, creepy. Bisher mag ich den Nikana, der hat sowas Mysteriöses an sich. Eigentlich hat das ganze Spiel was Mysteriöses, aber hier ist es ein bisschen stärker. So, muss ich anders stehen? Muss ich da was anpacken? Okay, anvisieren. Die tausend Jahre voller Regen und ich wiederhole mich gern im Regen. Hier steht das Lied geschrieben, das eine verwunschene schwarze Seele reinigen soll. Das ist ein bekanntes Lied. Ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen, dass ich meine Steuerung umgestellt habe. Ich muss mal gucken, ob das klappt, sonst stelle ich das bald wieder um. Du erinnerst dich an die Hymne des Sturms. Du kennst diese Melodie. Es ist eine aufbrausende Hymne, die Flüche davonbläst. Wisch. Und raus hier. Weg hier. Weg hier. Ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen, alle. Obwohl, ich habe mal so gesehen, dass ich dafür was bekomme. Ein nicht zu verachtender Geldpreis. Mal gucken, ob ich das schaffe. Wie vernervt das ist, dass so viele sind. Bin ich alle gekommen anscheinend. Bam. Was ist das? Nee, hier muss noch eine sein. Warte, Mann. So. Das war's. Hier gibt es einen kleinen Geldpreis für uns, was ich begrüße. Vielleicht brauchen wir das noch irgendwann mal. Mal gucken. Da ich ja sowieso mal das Geld brav wegbringe, wenn wir wenn ich zurückspule. Ist hier irgendwo ein Herz, damit ich das auch wenigstens ersparen kann? Nee, natürlich nicht. Okay. Denn. Okay. Link springt ein bisschen zu weit, meiner Meinung nach. Gut. Ein Herz wäre aber schon toll. Da ist eins. Eins. Hat unsere Überlebenschance schon wieder ein bisschen erhöht. Okay. Unsere Lebensqualität. Dann wollen wir doch mal weiter oben. Mal gucken, ob wir da irgendwas hinbekommen. Diese Dinger vergiften uns übrigens, wenn sie uns treffen, also berühren. Dass wir kein Schwert mehr benutzen dürfen. Was ich natürlich nicht gut heißen kann, weswegen wir sie ganz, ganz gepflegt down machen. So, der nächste. Und dich, damit Epona die Ruhe hat, machen wir auch noch down. So. Gut, dann wollen wir doch mal da hoch. Wo wir ja schon im letzten Part zum. Wow, das war cool. Im letzten Part schon waren. Ach, da ist das Ding. Sind wir wieder verflucht. Toll. Wir können das Schwert nicht ziehen. Jetzt müssen wir ganz schnell hier durch. Damit ich das gröbere Geschehen vermeiden kann. So. Jetzt ist natürlich die Frage: Was können wir hier damit anstellen? Und ich habe übrigens auch noch wieder was über Sui gesehen. Ja, ich habe so viel über Sui gesehen. Sui hat mir sehr viel beigebracht.
das hat. Down. Wir können hier nämlich, indem wir hier so machen und ganz dicht dran. Mal gucken, ob das klappt. Kann ich euch mal auch zeigen damit. Ja, ich muss es nur treffen. Das ist ein bisschen Friemelarbeit. Du warst verhext, du kannst ja schon nichts. Ja, ich weiß. Das ist so wie bei Pokémon. Ja, da sind Pokémon im Gras. Du darfst nicht weiter. Ich hab's doch gesehen. Aber ich krieg's nicht hin. Okay. Naja, dann machen wir es auf unsere Art. Ich wollte cool sein und ich hab's nicht hinbekommen. Bin ich nicht super? Naja. So, dann gehe ich nochmal zurück und hol mir die Octorox zurück. So, nochmal hin. Ach, freue ich mich total auf Link's Awakening. Da kann ich nichts mehr zeigen. Weil da habe ich mehr Erfahrung als hier. Aber es ist ja auch ein Blind-Projekt. Also ich hoffe, ihr verzeiht es mir an der Stelle. Dass ich hier ab und zu mal sehr fehle und auch mein Let's Play eigentlich mit zu den letzten gehören müsste, das ganz auf ganz YouTube zu sehen ist. Ich bin ja mal gespannt auf Masa, der das eigentlich auch mal machen wollte. So. Hops, hops, boink. Dann machen wir es halt auf die altmodische, klassische Art und Weise. Wie Nintendo es vorgesehen hat, sind wir mal keine coolen Pixar der The Legend of Zelda Welt. So, so, ich hoffe übrigens, dass ich nicht in mein Mikrofon puste. Mache ich ja ganz gerne mal, da achte ich mittlerweile ein bisschen mehr drauf. Ich hoffe, dass es nicht so dolle ist, dass ihr das sehr kräftig hört. Auf jeden Fall meinte er ja, dass wir oben zu dem Typen müssen, der uns ja die Lebensenergie saugt. Ich bin mir gerade nicht so sicher, welcher, wo wir da hin mussten. Ich glaube da. Ja, da müsste es eigentlich sein. Und dann muss ich mal gucken, was dann passiert, weil weiter habe ich mich natürlich noch nicht informiert. Ich gucke ja immer nur so kurz rein, um zu wissen, aha, so geht's weiter. Und dann wird das wieder blind. Ja, das ist einfach so, weil ich keine Lust habe hier Stunden. Das Let's Play geht schon lange und da muss nicht unbedingt noch mal im 1000 Parts dran gehangen werden, weil ich den Weg suche. Ja, gut. Was ich aber meistens ein Part mindestens ist, wo ich keinen Krieg suche. Das sind ja nicht, heißt ja nicht gleich 1000 Parts. Da ist der zweite davon so, mit Bart. Dies ist kein Ort für jemanden, der so voller Leben ist wie du, bla bla bla. Ja, ich weiß. Du willst mir jetzt mit deinem bösen, bösen Lied die ganze Energie aufsaugen. Aber ich hab hier was für dich. Ein wunderbares Lied mit Sturm und Regen und in einer Höhle.
Was ist das? Dieses Lied? Nein, das kann nicht sein. Dieses Lied. Er dreht sich panisch im Kreis und verschwindet einfach. Okay. Ich wollte doch nur ein Lied spielen und den musst du nicht an. Mano, man mag mich. Okay, die Quelle ist gesiegen. Wir haben außerhalb der Höhle gesehen, dass da ein paar Flussdinger waren. Und der wird anscheinend jetzt aufgefüllt. Im kleinen Wasserfall, so. Oh. Das Ding dreht sich wieder. Schön. Keine Ahnung, was das bringt, aber es dreht sich wieder. Mit Musik. Oh. Ah, das macht die Dinger kaputt. Sie mögen die Musik nicht. Niemand macht Musik. Warum macht niemand in dieser Zelda-Welt diese grandiose Zelda-Musik? Vorhin auch noch so eine schöne Musik, aber was macht die da? Platzen die jetzt vor der Musik? Oder sie da? Wie ist sie verschwindet einfach? Mann, ich hätte Platzen einfach schöner gefunden. Weg. Das sieht lustig aus, dass hier mal diese Bean Family Guy, diese super grandiosen Wackeldinger da. Okay, die Tür ist offen. Moll, mein geliebter Bruder. Vergib deinem närrischen Bruder, der davon träumt, das Königshaus könnte wieder auferstehen. Du, der du die Toten nicht fürchtest. Durch das Lied meines Bruders hast du den Fluch gebrochen, der auf mir lag. Dank gebührt dir. Die Toten sollten nicht in der Welt der Lebenden verbleiben. Es war alles nur ein Trick des Maskierten, der die Dinge in Aufruhr versetzte. Oh, geht wieder mal. Doch zeigst du wahrlich keine Furcht vor den Toten. So geh jetzt zum Tempel in diesem Land und bekämpfe die Wurzel des bösen Fluches, der uns so quält. Damit wir endlich den Frieden fanden. So höre nun. Ich, der Einzige, der den Weg in den Tempel hineinkennt, werde dich zum König entsenden. Der König wartet in den Ruinen des Schlosses auf das Eintreffen des einen, der den Fluch brechen wird. So lautet meine letzte Bitte. Weggesagt. Okay. Aber ich denke mal, wir werden das im nächsten Part erkunden. Die Partlänge ist ganz gut und ich weiß nicht, was jetzt halt noch kommt. Ist natürlich ein bisschen blöd. Gucken wir uns denn aber im nächsten Part alles an. Ich bin ganz froh, dass wir jetzt wieder auf einem rechten Pfad sind und wir etwa einen Anhaltspunkt haben, wo wir weiter können. Aber mit diesen Worten verabschiede ich mich von diesem Part. Könnt ihr gerne unten in den Kommentaren schreiben, was gut war und was schlecht war. Oder ein positives oder negatives Dings geben. Däumchen oder so. Naja, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask natürlich. Ciao!